Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei 7D2D. Heute ist Blutmond. Wir werden gleich mal unsere Geschütztürme überprüfen. Das heißt, mal ganz kurz was umbauen. Die Startschaufel kann da oben. Die Axt lassen wir unten. Den brauchen wir unsere Reparatur und auch Reparatur. Ja, dann so bleiben. Nee, damit wir ein Feld frei haben, damit wir was aufnehmen können. Und zwar 4. Da gehen wir auf Aufladen. Ist aufgeladen. Gut. Also ich erwarte eigentlich hier freundlichen Besuch. Gut, hier ist eigentlich ein Gerät. Damit ich im Prinzip falls sie von da kommen, ne? Also wenn sie vor der Tür stehen und anklopfen, dass die da entsprechend ein bisschen mehr nach links vielleicht. Dass sie halt hier ein bisschen, ne? Ja, überrascht werden, kann man sagen, in dem Sinne. Dann kriegen sie ein paar Ladungen ab. So, und falls unten welche kommen, kann ich sie überraschen, ne? So, die Tür werden wir näher zumachen, weil das ist ja unser Raum, der gesichert sein soll, der nicht kaputt geht. Genauso wie dieser, die Tür muss auch zu sein. Ich gehe nochmal ganz kurz runter, kontrolliere mal, ob da alle Türen zu sind. Zu. Die ist offen. Ich meine, gut, wenn sie hier reinkommen, dann sind sie sowieso drin, ne? Also dann, ich halte sie noch nicht auf. So, mal kurz repariert. Da haben wir den Stahl, okay. Leute, Ziegel. Drück es oben. Die muss aber hoch sein, ne? So, gehen wir hoch. Also hier ist es nicht sicher. Beziehungsweise hier will ich sie nicht hinhaben. Gut, Kontrolle gemacht, Brücke ist oben, ne? Und die dahin. Gut. Das ist immer ganz gut gewesen, wenn wir noch hier waren und geguckt haben, denn sonst wären sie hier garantiert uns die Bude eingerannt. Und ich hätte die Stromfalle, die auf der anderen Seite ist, wäre umsonst. Ne? Die machen wir auch zu. Ab und zu ist man ein bisschen verschwommen, wenn ich so mache. Das liegt daran, dass der Monitor dafür ein bisschen nicht geeignet ist. Ich habe da aber jetzt was bestellt, was noch nicht da ist, und das wird tatsächlich besser. Also wird man das so entschuldigen. So, hier haben wir Strom, Lichter und ja, Decke muss man aufwerten bei Gelegenheit. Die Tür machen wir zu, weil ich erwarte im Prinzip, dass sie alle hier hochkommen. Ja, das wird ungünstig gebaut, ne? Also wirklich ungünstig, weil ich im Prinzip. Ja, gut, okay. Ja. Ich muss das hier ein bisschen umbauen, also dass ich im Prinzip von beiden Seiten das sehen kann. So, ist gleich Szene, dann wird losgehen, ne? Und weiß ich nicht genau, ist Szene. Wo sie denn genau kommen, das weiß ich nicht. Aber wenn sie kommen, geht's hier los. Hier sind überall Stromfallen, da unten sind zwei Stück. Unter mir ist auch eine Stromfalle bei der Tür. Falls sie doch mal sich mal entscheiden. So.
Also man kann mal den Wir gehen nach vorne, hier ist mir zu gefährlich. Denn hier können sie nur... Ob sie vom Zaun so intelligent sind, dass sie wissen, dass ich hier warte? Sieht so aus, ne? Denn hier kommen sie nicht. Mal ein bisschen lauter. Die wollen sie eingraben. Trefft die dann nicht. Sie nehmen doch einen Weg, den ich dachte mir, und zwar über den Graben, was im Grunde okay ist. Tausend Smart XP. Ja, du Geier, kannst mir ein Kreuz, weil hier bist du. Ich bin nicht sicher. Vom Geier. Das Schlimme ist ja. Na gut, hier bin ich nicht ganz sicher. Also die wollen um die her. Bisher ist ganz gut. Ich weiß nicht genau, ob sie das einzige Blöde ist. Natürlich, wenn jetzt sie unverhofft irgendwo kommen, zum Beispiel hier, wenn sie in aller Ruhe arbeiten können, ne? An der Mauerwerk, da sind sie drinne. Der muss sich flüchten, ja, nach oben und Deckel zumachen und die von da erschießen halt, dass sie ja nicht hochkommen. Da man noch schießen können, ne? Muss man dazu sagen. Ich meine, gut, die Munition habe ich erstmal noch. Da haben wir ja fleißig für gesorgt.
Anscheinend haben sie so viele gute Fallen gebaut. Mist, Geier! Geier sind noch lästig, du. Jetzt bin ich mehr. Warte noch. Kotze? Könnte natürlich hier hinstellen und warten. Nehmen sie meinen Weg nicht an, den sie nehmen sollten, ne? Aber weißt, wo sie reinbuddeln, ne? Es kann natürlich sein, dass sie irgendwo in drinnen reingehen, über den Keller oder den vorhandenen Keller, der hier nicht vorhanden ist, ne? Also, dass sie unter dem Bereich... Ein sauberer Schuss. Hier vorne sind sie viel. Infiziert, du. Da wäre der Pappkampf noch nicht schlecht. Ich bin gerade am Rüst hier mit Strom. Und haben sich vor der Tür. Schaffen wir mal. Ah, wie schmeckt der Strom, ne? Ja, der ist gut, ne? Ja, das ist gut. Aber gut, das ist so gedacht, ne? Mist, fahr ich du.
Aufpassen, dass man die. Der Mond ist da. Also irgendwo noch kräftig gerannt hier. Hier war keiner. Ah. Da jemand geplatzt. Mistvieh. Du bist ja so grün, musst du geheilt werden. Ja, gib mir ein paar Spritzen hier abgeben hier. So. Um das Tor nicht erreichen. Das geht ja nicht. Wenn es kaputt machen, ist es nämlich schlecht. So wie drin ist, Ruhe. Gefährlich. Wenn hier vorne Action ist hier, dann ist es ganz gefährlich. Du scheinst schon kaputt zu sein. Aber wir haben es fast geschafft. Naja, gut, fast ist gut, ne? Verstaucht? Wo, bei wem? Aber die vielen Fallen haben sie das nicht ausgehalten. Also ist nicht so viel Unheil, natürlich, ne? Ah, mach hier zu, Junge, mach hier zu. Oh.
Das war immer eigentlich soweit. Also kurz mal Tabletten nehmen, ne? Hätte ich doch schon auf den Dings nehmen müssen, ne? Also ab 4 Uhr werden sie langsamer, das heißt, dann haben wir ein bisschen mehr, dann haben wir es im Grunde geschafft, weil dann haben wir die Chance, auch die zu erledigen, weil sie nicht so schnell sind, ne? Ich dachte, alle wir leveln auf. Alle Brocken, du, da seid ihr. So, jetzt sollten wir eigentlich ganz gemütlich unsere Beute einsammeln, aber erst hatten wir Strom aus, ne? Ich wollte noch ein bisschen hier auch gegrillt werden, ne? Tür zumachen so lange, ne? Ich habe zwar vorne die Tür zugemacht, aber also hier ins Haus kam sie nicht rein. Das war schon mal gut, denn hier war mein letzter Fluchtweg. So. Und deswegen ausschalten, weil ich unten nämlich ein paar Stromquellen habe, Stromfallen, und ich selber da nicht reinlaufen möchte. So, Gewehr aufgeladen. Du bist durstig. Eine Schrotflinte Level 5. Okay, ist eine Stromfalle. Aber der Verbindung von da hat sich dann erledigt. Schöne Schatzkarte. So, hier kommen wir nicht weiter. Hier müssen wir ein bisschen reparieren bei Gelegenheit. Hier haben sie sich auch versucht. Da gehen wir gleich von außen lang. Hier müssen wir auch alles reparieren. Gehen wir nach draußen über die Tür. Unser Not aus, unser Fackeln. Das Fackeln ist ein bisschen angenehmer. Ich muss mal sehen, ob ich kleine Lampen hier reinkriege. Das ist ein bisschen geistlich hier. Das, unser Licht ist so extrem hell. So. Wir haben es überstanden. Und zum Glück habe ich hier mitgekriegt, dass ich die Zugbrücke hoch machen musste. Hier haben sie sich voll eingefressen. Also das war eigentlich, dachte ich, kommt hier rein. Aber so schlau sind sie auch wieder nicht. Das ist kein Loot. Aber alles hier weggerissen. Ey, super. Eine Motorsäge 5. Das heißt was. Ich habe glaube ich 1.
Bauplan für eine Rüstung, aber das habe ich schon. So, dann haben wir das schon mal geguckt. Das heißt, sie brauchen viel Eisen. Also hier haben sie sich im Prinzip viel... ja, aufgerieben, kann man sagen. Ne? Dadurch habe ich ja im Prinzip dann auch erst schaffen können. Weil sonst ist es ja im Prinzip schwierig. War ein Saufkopf. Gut, hier haben sie auch Tabletten und ja, das nenne ich mal fein. Na gut, was ich machen werde, ist noch entsprechend hier mein Licht ausbauen. Ne? Da bin ich noch nicht ganz zufrieden. Irgendwie anders. Die Scheinwerfer hier unten anbauen, an dem Bereich am besten. Ja, und mal sehen. Dass ich halt mehr ausleuchten kann. Und hier muss auf jeden Fall eine Stromfalle hin. Und zwar komplett vor der Mauer. Also die Eisen fallen eigentlich weg. War reingelaufen. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Wenn ihr mehr wissen wollt und könnt ihr gerne in der nächsten Folge auch wieder reinschauen. Ob ich nun zwei Folgen pro Tag mache oder nur eine, das weiß ich noch nicht genau. Das ist immer abhängig von dem, wie viel Zeit ich habe. Die Folgen sind ja auch ein bisschen länger als die normalen, ne? Also kann es sein, dass nur eine Folge pro Tag kommt. Aber ich schau mal, dass wir vielleicht für zwei hinkriegen, ne? Dann sagen wir tschüss und ciao, ciao und schönen Dank für Reinschauen nochmal. Tschüss!